Entscheidend ist auf dem Platz. Oder werden die Weichen auf Erfolg vielleicht doch schon vorher gestellt? Eine immer größere Bedeutung gewinnt auch im Fußball der Einsatz modernster Technologien. Schon vor 7 Jahren sorgte die TSG Hoffenheim mit dem Einsatz des sogenannten Footbonauten für Aufsehen. Einer Trainingsmöglichkeit, um das Reaktionsvermögen und die Präzision bei Pässen und Abschlüssen zu verbessern. Und die Technik entwickelt sich ständig weiter. Das Trainingsgelände der Hoffenheimer Bundesligamannschaft. Auf einem der 4 Plätze zusätzliche Linien auf dem Rasen. Sie teilen das Spielfeld in verschiedene Zonen ein. Drumherum etliche Kameras und Antennen. Alle Spieler sind, wie Kevin Akpoguma, mit Sensoren ausgestattet. So werden Herzfrequenz, zurückgelegte Distanz sowie sämtliche Beschleunigungswerte permanent erfasst und übermittelt. Die Bandbreite der technischen Hilfsmittel, auf die die Bundesligisten zurückgreifen können, wird immer größer. Welche Rolle die Technik im Profifußball inzwischen spielt, haben Fee Bayer und Katrin Neuhofer vom Internationalen Fußballinstitut in einer Studie untersucht. Ich denke, einerseits sehen wir, ja, Technologien sind in der deutschen Bundesliga angekommen. Das heißt, wir haben Vereine, die sehr bewusst, sehr differenziert mit Technologien arbeiten. Wir haben aber eben auch Vereine, die wirklich immer noch sehr, sehr, sehr rudimentär sind. Und wir sehen aber natürlich auch, dass dementsprechend Vereine mit größeren Budgets dann häufiger natürlich auch die sind, die tendenziell mehr Technologien einsetzen. Aber es ist nicht nur die reine Technik, die Geld kostet. Genauso wichtig das Fachpersonal. Die Person, die diese Technologie auswertet und die Werte natürlich dann auch interpretiert, die ist genauso wichtig wie die Technologie selbst. Wenn wir die Technologie nicht bedienen können, aber auch die Daten keine Erkenntnisse draus ziehen können, dann ist eigentlich die Technologie, die zum Teil ja sehr, sehr kostenintensiv ist, ist dann eigentlich hinfällig. Und deswegen ist es auch eins der Trends, den wir in diesen Studien auch herausgefunden haben. Wir brauchen das Personal. Wir brauchen Personen, die Technologien verstehen, sie bedienen können, aber auch wissen, wie wertet man so etwas aus. Damit wächst auch ein Trainerstab um Mitarbeiter wie Timo Groß. Er ist in Hoffenheim Co-Trainer und für den Bereich Analyse verantwortlich. Seine ausgewerteten Daten präsentiert er im sogenannten interaktiven Data Space, einem digitalen Konferenzraum. Zum Beispiel Informationen über den Elfmeterschützen der TSG, Andrej Kramaric. Was wir feststellen können, ist, dass er sehr, sehr variabel ist. Das heißt, gleichzeitig nicht ausrechenbar für den Torhüter. Und gleichzeitig können wir auch noch mal den weiteren Schritt gehen, dass wir uns anschauen, wie ist denn das Druckverhalten? Ja, also wie ist die Situation? Liegen wir zurück 0-1? Führen wir 1-0? Und es ist Richtung 90. Minute. Wie ist auf jeden Fall der Einfluss dieser Situation auf den Spieler? Vorteile durch den Einsatz von neuen Technologien versprechen sich die Clubs zunächst fürs nächste Spiel. Auch für die Gegneranalyse werden die Informationen im Dataspace gesammelt. Diese Zone, die er starten will, frühzeitig sichern, indem du den Laufweg mit aufnimmst. Ja. Neben der Spielvorbereitung nutzen Vereine gezielt Technologien, um die Leistung ihrer Spieler über Jahre zu verbessern. Wir reden von der Belastungssteuerung, das heißt, einen Athleten in einem Korridor zwischen einer potenziellen Verletzung oder einer potenziellen Unterbelastung durchzusteuern, so dass er eben sein maximales Potenzial entfalten kann. Das können wir einerseits auf einer körperlichen Belastungsebene machen, das können wir aber auch auf einer mentalen Belastungsebene machen. Das heißt, wir haben schon auch Technologien oder Mittel und Wege, wie wir ein mentales Training fördern und unterstützen können. Daran arbeitet auch Kevin Akpoguma im Dataspace der TSG. Training ist für ihn nicht nur die Arbeit an der Physis, der 25-Jährige will auch seine kognitiven Fähigkeiten verfeinern. Bei diesem Spiel geht es darum, die Reaktionszeiten zu beschleunigen, um später auf dem Platz Spielsituationen schneller zu erkennen. Ich mache das gern, weil ich schon denke, dass es mir was bringt im Training, im Spiel, weil ich sehe auch die Ergebnisse während den Spielen, wenn ich das Woche für Woche trainiere. Die Ergebnisse werden immer besser, ich werde immer schneller und so weiter und so fort. Und ich glaube, wenn du das trainierst, dass es einfach deine Reaktion und deine kognitiven Fähigkeiten sich im Unterbewusstsein verbessern. Um das Training des Gehirns geht es auch in der Helix. Ein 360-Grad-Kino, das nicht nur von Fußballern, sondern auch von anderen Sportlerinnen und Sportlern genutzt wird. Wie auf dem realen Feld müssen sie bei diesem Reaktionsspiel nicht nur darauf achten, was vor ihnen geschieht, sondern auch auf das, was in ihrem Rücken passiert. Das Ziel?
Eine virtuelle Scheibe mit dem Controller entweder zu den grünen oder pinkfarbenen virtuellen Mitspielern zu werfen. Übertragen auf den Sport schult das die Reaktionsgeschwindigkeit bei Pässen. Es geht darum, im Kopf schneller zu werden, um das intuitive Erfassen von Situationen, ohne bewusst nachzudenken. In einem anderen Spiel geht es darum, virtuelle Akteure immer im Auge zu behalten, auch wenn diese sich in verschiedene Richtungen bewegen. Dadurch werden das periphere Sehen und die Konzentration über einen längeren Zeitraum verbessert. Die Ergebnisse werden exakt gemessen und können über Jahre dokumentiert und verglichen werden. Training im Fußball ist also deutlich mehr als nur die Arbeit auf dem Platz. Die Möglichkeiten für die Spieler, sich in verschiedensten Bereichen zu verbessern, nehmen zu. Aber welchen Einfluss hat das auf das Spiel? Welche Leistungskriterien gewinnen oder verlieren an Bedeutung? Die Kunst ist es, aus all den Daten, die man mittlerweile gewinnen kann, dann halt auch entsprechende Handlungen dann auch zu kreieren oder Entscheidungen dann entsprechend zu treffen. Sei es Matchplan, wie agiert der Gegner oder selber, wen stellt man wo auf. Und trotzdem hast du am Ende mit Menschen zu tun. Du musst dort einfach soziale Kompetenzen weiterhin in den Vordergrund stellen. Das ist, glaube ich, enorm wichtig. Wenn man da einfach auch da einfach eine gute Mischung findet, ich glaube, dann ist es der Schlüssel zum Erfolg. Und trotzdem, der Trend ist klar erkennbar. Im Profifußball wird sich in Zukunft immer mehr um den Einsatz modernster Technik drehen. Zwangsläufig zum Erfolg führen wird sie aber nicht.